Am hört einfach nicht auf. Am, du verrätst uns noch. Die Handbewegung beim Schwimmen, oh mein Gott, das sieht, wir sind so ungefähr wahrscheinlich sind die Aufnahmen vom Monster von Loch Ness entstanden. Da hat jemand die einarmige Abby-Schwimmtechnik benutzt im Loch Ness-See. Das war ein bisschen neblig und so. Dann haben sie gesagt, ach, guck mal, Dinosaurier. Nur Dinosaurier beherrschen diese einarmige Abby-Schwimmtechnik, haben sie dann gesagt. Okay. Ja, aber auch hier, ne? Hier kann man auch schön sehen, wie die Hand quasi die Schwimmbewegungen macht, die Handpositionen beim Schwimmen. Auch so ein Detail wäre absolut nicht nötig, weil man sieht das. Guckt euch das an, wie man die Hände nicht sieht unter Wasser. Wäre niemand niemals aufgefallen, wenn die Hand einfach nur flach offen wäre die ganze Zeit. Aber nö. Aber nö. Nicht in einem Naughty Dog-Spiel. Das muss man denen einfach lassen. Naja, gut, dann weiter. Ich dachte, vielleicht wäre da was Cooles versteckt, aber irgendwie nicht. Genau, der ist noch in der Öffnungsanimation. Ich habe da, als das losging, sogar das Kästchen gefunden, zu dem der Arm noch gehört. Eindringling? Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Das ist Abby! Scheiße! Ist sie allein? Tor aufmachen! Hey Leute. Scheiße, bist du hergeschwommen? Guck mal, ich kann einen Elefanten machen. Tada! Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie lange der Arm so bleibt. Ich befürchte, wir werden vielleicht jetzt irgendwann mal sterben. Im Krankenhaus kann das schon mal passieren. Da geht es unter Umständen schnell. Und ich schätze, wenn dann das Modell von ihr neu geladen wird, dann wird ziemlich sicher auch der Arm wieder ordentlich resettet. Aber ich werde es hinauszögern, solange es geht. Oh, sogar der Zopf interagiert. Der Arm hat noch normale Physik, auch wenn er durch ihren Körper durchglitschen kann. Der zeigt nämlich immer noch in Richtung der Schublade, die er öffnen will. Das ist echt ganz interessant eigentlich. Hey. Ja? Bitte? Redest du mit mir? Ne? Ich kraule ihn ein bisschen. Braver Kistentransporteur. Gut machst du das. Da. Hallo. Hey. Abby. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was er nagt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo Abby. Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten. Ich lehne mich hier nur ganz cool an diese unsichtbare Wand, Leute. Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Das wird schwierig. Reicht auch einer? Jetzt könnte es sein. Nein, 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 immer noch. Was ist denn los? Ihr Ärmel ist sogar irgendwie. Aber ihre Hand. Okay.
Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war auch im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Oh Gott. Es wird immer bizarrer. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Ah. Scheiße. Jetzt ist der Arm wieder zur Hand gesprungen. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Talk to the hand. Nora. Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor? Moment. Alles okay. Gut. Also, was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel, tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Das wird total überwuchert sein. Super. Ach, die Haarphysik ist ja im Grunde nur die Uncharted 4 Seilphysik. Die hatten die schon. An dem wird es nicht liegen. Ja, wie vorher schon gesagt, ich finde dadurch, dass das Spiel so gepolished ist und so detailverliebt ist und so, ist dieser Bug, dieser Glitch hier noch viel faszinierender und cooler. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Sie ist jetzt halt ein Jedi. Sie hat im Grunde, ihr Arm hat zwar jetzt ein Eigenleben entwickelt, das ist bedenklich. Muss man vielleicht doch noch durch eine Kettensäge ersetzen, aber sie kann jetzt dafür mit ihrem Verstand Türen öffnen und Schubladen öffnen und Gegenstände nehmen und so. Das ist schon auch nicht schlecht. Hi, Desert Railgun. Wir haben gerade entdeckt, dass Abby ein einarmiger Jedi ist. Muss man wissen. Das ist ein bisschen versteckt in der Story. Das wird nicht offen angesprochen, aber wenn man auf die Kleinigkeiten achtet, dann okay. Ist es recht offensichtlich. Dann mal los.
Na, kann ich jetzt die Scheren nehmen oder nicht? Nein, wir nehmen lieber den Zettel. Ist auch okay. Der unsichtbare Zettel. Check. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr nach Hause. Ich würde alles dafür geben, jetzt bei dir und Susi zu sein. Ich verstecke mich mit einigen meiner Kollegen. Die Tür ist verbarrikadiert und diese Kreaturen sind auf der anderen Seite. Es ist alles viel schlimmer, als wir dachten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand unseretwegen hierher kommen wird. Zumindest nicht rechtzeitig, um uns zu retten. Ich hoffe, dass du eines Tages diesen Brief erhältst. Ich hoffe, du und Susi werdet euch an mich erinnern. Ich liebe euch beide so sehr, gezeichnet Scott. Shit. Sie hatten keine Ahnung, was ihnen blüht. Aber wir können mehr Messer machen. Finde ich gut. Dadurch, dass ich so offensiv spiele und so ungern schleiche, sind Messer mein bester Freund. Du hoffst auf ein Wiedersehen mit Chewbacca. Na, ich weiß nicht. Für alle, die es noch nicht kennen, will ich nicht zu viel spoilen. Aber ich glaube, Jabba the Hutt wird eher passen. Sieht gar nicht so schlimm aus. Intensivstation. Runter? Nee, lieber nicht. Ist natürlich zu. Wäre ja auch zu einfach. Okay, dann Trauma oder Chirurgie. Wirklich, wir versuchen gar nicht erst die Tür irgendwie einzutreten oder so. Wir gehen einfach noch tiefer. Und zwar einen Weg, über den wir eventuell gar nicht mehr zurückkommen. Cool, cool, cool. Cool. Ist das eine Kapelle hier? Sieht so aus. Da muss ich spontan an Eternal Darkness denken. Das Kapitel, wo man den Reporter im Ersten Weltkrieg spielt und diese kleine Kirche in Krankenhaus umgewandelt wird. Ich meine, das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was hier passiert ist. Aber das sieht... Also zu der Hauptsaal der Kirche sieht dem hier recht ähnlich, nur mit mehr Zelten und ein bisschen größer. Das war so meine erste Assoziation jetzt auf jeden Fall. Eternal Darkness ist ein super Spiel. Notaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Von dem wir wahrscheinlich nie einen Nachfolger sehen werden. Schade, schade. Ich bin der Letzte meiner Einheit. Alle anderen, die mit mir hierher gekommen sind, sind tot. Wir konnten die meisten Türen sichern, aber an manchen sind wir aufgrund der Übermacht der infizierten Patienten nicht herangekommen. Wir haben nicht mit dieser Art von Widerstand gerechnet. Ich dachte, sie sind krank und schwach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit ansehen muss, wie sie meine Männer in Stücke reißen. Ich habe mehrere Bisswunden an Arm und Beinen. Ich werde noch ein paar von diesen Viechern auslöschen, bis meine Kugeln zur Neige gehen. Dann folge ich meiner Einheit, an den Finder. Ihr werdet mehr Soldaten herschicken müssen, um diesen Bereich vollständig zu sichern. Allerdings hoffe ich, dass ihr dieses Gebäude in die Luft gejagt habt und nicht zu blöde seid, es eindämmen zu wollen. Viel Glück, ihr Arschlöcher. Ihr habt euch gut gewehrt. Und nachdem wir das gelesen haben, gehen wir jetzt da ganz alleine rein, weil wir sind halt Abby. Und Abby ist so badass. So eine voll ausgerüstete Militäreinheit. Hat halt keine Chance gegen sie und ihren Arm des Todes. Ich lade mal ein bisschen meine Waffen nach. Hat keinen speziellen Grund oder so. Nur mal so vorsichtshalber. Okay.
Notaufnahme. Oh, ich bin richtig nervös, ey. Ich bin richtig nervös gerade. Ich hab richtig Angst. Ja, natürlich. Geht jetzt die Taschenlampe aus. Komm schon, gib mir irgendwas. Nada. Hier muss doch irgendwas sein. Ja, die Temperatur ist für uns auch schlimm. Das noch dazu. Das ist übrigens mitunter ein Grund, warum ich heute die Kamera nicht anhab. Schon auch, weil einfach ich immer noch am Umbauen bin und weil Urlaub bevorsteht und alles chaotisch und Chaos ist. Aber auch, weil es super heiß ist und ich einfach so einen Kühlakku aus dem Gefrierschrank quasi... Also ich hab... Wie soll ich das beschreiben? Ich hab mein T-Shirt hochgerollt und in das hochgerollte T-Shirt habe ich zwei Kühlakkus auf den Gefrierschrank gepackt und habe die hochgerollt. Ich sitze ja quasi mit einem mehr oder weniger bauchfreien T-Shirt mit hochgerollten Kühlakkus auf meinem Torso. Da habe ich mir gedacht, da mache ich die Kamera mal nicht an. Das muss mich keinem zumuten. Und für die Hasenmütze ist es heute ohnehin zu heiß. Sonst fängt mein Gehirn an zu brodeln.